Ja, das schafft man wirklich nur, wenn man so eine tolle Sportstadt ist wie Wolfsburg. Und für mich gehört zur tollen Sportstadt der Breitensport, aber auch der Spitzensport. Und wir haben einfach ganz viele Spitzensportlerinnen, insbesondere im Moment im Fußball. Das ist die Hochburg aktuell. Und das ist schon heute was ganz Besonderes gewesen, so viele Fußballerinnen hier zu ehren. Kulturschock war es jetzt auch nicht groß, weil wir hauptsächlich das Olympische Dorf gesehen haben, unsere Trainingshalle und den Weg dorthin mit dem Shuttle. Also dort hatten wir nicht viel groß erleben können. Wir sind dann zwar auch schon im April waren wir schon dort zur Qualifikation für die Olympischen Spiele und da haben wir uns auch schon die Sehenswürdigkeiten angeschaut, wie den Christus, Zuckerhut und die ganzen Strände. Das haben wir alles gesehen, aber man hat jetzt nicht so die Innenstadt erleben können. Also als Mannschaft hatten wir auf jeden Fall das Ziel, ins Mannschaftsfinale zu kommen, was wir auch sehr gut erreicht haben. Und da war dann einfach nochmal unser Ziel, alles zu geben und da mit dem sechsten Platz rauszugehen. Das hätten wir niemals erwartet. Und es war einfach ein total geiles Gefühl, mit dem Team auch so weit zu kommen. Ich selber habe mir dann noch erhofft, ins Barrenfinale zu kommen und da dann einfach nur nochmal zu zeigen, dass ich Spaß habe, wofür ich es mache und gar nicht irgendwie mir eine Platzierung vorgenommen. Ich habe mir gedacht, du bist jetzt schon acht Beste bei den Olympischen Spielen. Besser geht's eigentlich kaum. Und dass natürlich da noch die Bronzemedaille rauskommt, das hätte ich niemals erwartet. Und ich glaube, das haben viele nicht erwartet. Und deshalb bin ich natürlich jetzt umso glücklicher, dass es so was geworden ist. Ja, also jetzt zur Vorbereitung zu den Olympischen Spielen war ich nicht allzu oft hier. Da war ich vielleicht einmal in 3 Monaten hier, weil natürlich meine Eltern noch hier wohnen, dass mein zweiter Hauptwohnsitz hier noch ist. Und ja, ich habe jetzt Urlaub und da werde ich jetzt immer öfter mal hierher kommen. Und ich finde es einfach, weil es eine kleinere Stadt ist, das mag ich einfach total. Es ist überschaubar und hier sind meine Freunde, Verwandte und das ist einfach das, was mich immer wieder hier zurückzieht und worauf ich mich immer wieder freue. Wir haben viele Städte kennengelernt, von São Paulo bis Brasília, Rio. Ja, es war schon eine andere Erfahrung. Ich meine, wir haben zwar die meiste Zeit im Hotel und am Flughafen verbracht, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, war es für uns schon ein besonderer Eindruck. Ja, bis zum ersten Spiel, also bis das Turnier richtig losgeht, dann hat man das Gefühl, die Zeit vergeht schon etwas langsam und man sehnt diesen Augenblick hin, dass das Turnier endlich beginnt. Und dann ging es eigentlich ratzfatz und Spiel auf Spiel, wenig Zeit zum Nachdenken. Und dann schon, ja, von Spiel zu Spiel, mehr blieb uns auch nicht übrig. Lief zwar am Anfang nicht so gut, aber ich denke, wir haben uns Spiel für Spiel gesteigert und steigern können. Und am Ende, dass da die Goldmedaille rausspringt, das ist natürlich echt ein Traum, der für uns in Erfüllung geht. Na, so viel habe ich noch nicht sehen können, außer vielleicht die Innenstadt, wenn ich zum Mittagessen mal vorbeischaue. Ansonsten hoffe ich natürlich mit dem VfL Wolfsburg ja, eine erfolgreiche Saison beizutragen und ja, noch mehr von Wolfsburg zu erkunden. Ja, also ich bin noch dabei, mich einzurichten, aber ich finde Fallersleben auch sehr schön. Fühle mich auch direkt wohl, hat eine schöne Altstadt, also gefällt mir sehr gut.